Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit Zelda, The Wind Waker, in der verwunschenen Bastion oder wie auch immer man das nennen will. So, hier bin ich stehen geblieben und habe das Problem, hier komme ich nicht hoch. Ich habe auch mal zwischenzeitlich kurz geguckt, was ich hier für ein Kameraproblem habe. Und hier unter Optionen stand das hier auf irgendwie, wie hieß das Ding? Links, rechts, umkehren. Ich weiß nicht, habe ich das so eingestellt versehentlich oder wie oder was, aber auf jeden Fall funktioniert die Kamera jetzt wieder, wie ich das haben will. Und, naja, fast. Und da komme ich nicht weiter, also gehe ich nochmal da runter. Ja, so kommen wir der Sache doch näher. Da bleibt mir nichts anderes, als hier reinzugehen. Hier wieder rüber zu springen. Oh, da hatte ich letztes Mal so Probleme mit. Aber das müsste jetzt ja besser klappen. Das war souverän. Okay. Wäre mal eine Maßnahme, wenn hier irgendwo mein Schwert rumliegen würde. Hä? Jetzt habe ich's. Rauf auf den Turm, wo deine Schwester gefangen halten, kommst du nur, wenn du zu dem Raum direkt unterhalb des Turms gelangst. Von dort musst du einen Ausgang ins Freie finden, von außen kannst du den Turm dann besteigen. Alles klar? Nö, ehrlich gesagt nicht, ich verstehe nur Bahnhof. Was mir hier ins Auge springt, quasi, ist diese fette Kiste. Und da werden wir mal ausprobieren. Nee. Kann der keine Kisten schieben? Hey, da stand Greifen. Ja, und jetzt? Okay. Greifen? Ah. Plumps. So. Und da ich ja eben gerade schon gemerkt habe, dass ich da hochklettern kann. Ach so, deswegen ging das nicht. Ich stand in so einer Vertiefung. Gut, das heißt, wenn ich das nächste Mal da unten bin, muss ich die nur rüberschieben, dann kann ich diese Leiter hier hoch. Da kommen wir doch direkt ein bisschen schneller voran. Sehr schön. Was ist denn das eigentlich? Steckt da ein Schiff senkrecht im Boden? Alter. Okay, dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich will mein Schwert wieder haben. Oh. Ich brauche ein Fass. Definitiv. Und da ist ein Fass. Was hier so ein bisschen anstrengend ist, ist einfach die Tatsache, dass das alles ewig dauert. Und was da unten ist, weiß der Teufel. Der Dicke da hinten scheint nicht so weit zu sehen. Ach, da hinten ist auch eine Tür. Mist. Welche nehme ich? Ups. Voll der Schock eben. Bin ich gespannt, ob das ein Fehler war oder die richtige Tür. Oh, da steht ja schon wieder einer. Moment. Ne, hier steht doch kein Fass, das ich benutzen könnte. Oh, da steht eins, ganz schnell drunter.
Boah. Wenn der jetzt latscht bis hier vor, dann dauert das ja ewig. Aber das checken wir jetzt erstmal in Ruhe. Der Moment bietet sich an für einen Schluck Kaffee. Ah, okay, der latscht nicht ganz vor. Das beschleunigt das Ganze doch ein wenig. Wir sollten nur nicht gegen ihn rennen, glaube ich. Dreh dich am besten nach rechts. So, ich glaube, den können wir jetzt vernachlässigen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist das hier für ein Loch? Kann ich da reinklettern? Augenscheinlich nicht. Okay, dann gehen wir direkt wieder auf Tauchstation. Gucken wir mal, was da um die nächste Ecke rum auf mich zukommt. Wahrscheinlich schon wieder so ein Fettsack. Oh Mist, wie ging das denn noch? Da kann ich zumindest runterfallen. Ich kann die Kamera nicht nach unten drehen. Super. Geht die Leiter bis unten? Ich glaube es fast nicht. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich ja nicht weiß, wie das funktioniert hat. Aber anpressen. Hehe. Jetzt habe ich natürlich kein Fass zum Verstecken mehr. Ah. Naja, mal gucken, wo wir hier landen. Ja, Herzen. Also die Leiter geht tatsächlich bis ganz nach unten. Wir fallen darunter direkt. Oh. Bei der Höhe nimmt man nicht mal Schaden. Gut. So, jetzt schieben wir erstmal die Kiste hier runter. Nee, 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 nee. Und da. Greifen, so. So, weil so wie ich mir das vorstelle, kann man auf. Nee, ich weiß ja schon, dass man auch klettern kann. Und dann habe ich jetzt schon mal zwei Abkürzungen mir gebastelt. Das war's. Hä? Wo bist du hin? Das war's wert. Den, jedes Mal an so einer Leiter will ich springen, ne? Wie im BOTW. So, das war's wert, da mal runter zu klatschen. Au. So, und jetzt gehen wir nochmal darüber und gönnen uns gleich mal die Herzen da drüben. Das wäre fast zu einfach. Wenn ich da nur rüber marschieren muss und krieg direkt zwei Herzen. Irgendwas Blödes kommt da garantiert noch. Gut, allzu weit fällt man hier normalerweise wohl nicht. Okay, sollte funktionieren eigentlich. Also ich halte jetzt A gedrückt, weil ich die Befürchtung habe, wenn ich loslasse, klatsche ich runter. Gut. So, ich habe nichts, mit dem ich mich verstecken könnte. Und meine Befürchtung ist jetzt tatsächlich, da ich hier gerade Herzen gekriegt habe. Na super, ich sehe mein Schwert und ich sehe irgend so einen Trottel. Ja. Ah, du hast das verlorene Heroenschwert wiedergefunden. Wie schlägt man nochmal? Sei in Zukunft vorsichtiger, wenn du. Denn du willst es natürlich kein zweites Mal verlieren. Nee, natürlich nicht, aber ich werde ja auch nicht mit normalerweise einem fast gesteckten Katapult durch die Gegend geballert. Aua! Nein! Ich will das verdammte Schwert. Wie rüste ich das nochmal aus? So nicht.
Alter. Warum kann ich mein Schwert nicht ausrüsten? Hallo? Bewegst du dich? Hey! Ich kann kein Schwert ausrüsten. Doch jetzt. Was ist denn das? Das macht ein bisschen mehr her, das Ding. Och nee, behalt's doch in der Hand, Mensch. Das war so schön groß. Ach Mist. Oh. Merde, qu'est-ce que c'est? Ach shit, was ist das denn? Da ist sie ja. Hi, Schwesterherz. Ha, ein Käfig voller Mädels. Cool. Okay, so wie der guckt, kommt jetzt was Blödes. Oh shit. Okay, ich kann null machen. 0, gar nichts. Also entweder ich habe was falsch gemacht oder ich bin jetzt eben sein Frühstückshappen. Alter, was ist denn das? Ach nee, wen haben wir denn da? Ich ahne es. Alter, der schmeißt mich einfach ins Meer. Naja, wenigstens hat er mich nicht gefressen. Ja, wenn jetzt noch Haie kommen, habe ich echt gelost. Hä? Papa, Papa. Wach auf, Papa. Jeder Papa kennt's. Sonntags morgens. Pünktlich um 5:30. Komm zu dir, ja. Wo zum Geier bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt unter der Bastia oder was? Bist du wieder bei Bewusstsein? Keine Ahnung, entweder das oder vollkommen stoned. Okay, vollkommen stoned. Redet gerade ein Boot mit mir? Schwerer von Begriff, als ich dachte. Stell dir vor, du wirst wach in dem Boot und das redet mit dir. Habe ich dich erschreckt? Jo. Auch in unseren Welten ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Ja. Genau genommen bin ich sogar das Einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der rote Leunenkönig? Hätte ich jetzt eine Facecam, würde der ein ziemlich dämliches Gesicht sehen, weil Leunen kenne ich nur aus BOTW und die sehen da irgendwie ganz anders aus. Die schwimmen nicht im Wasser rum. Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin auf deiner Seite. Das schon mal positiv. Papa? Ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastia aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut, aber das war zu unüberlegt. Ja, toll. Hättest du vorher sagen können. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Das war kein Schatten, das war ein Fettsack. Das war ein hässlicher. Sein Name ist Ganondorf. Wäre ich nicht drauf gekommen. Er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln. Ist die Niederhölle das Gegenteil von der Hochhölle? Bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende, es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist,
wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Und fette Vögel. Übrigens, Papa, hast du noch immer ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Ja, was glaubst denn du, du Knalltüte? Und du würdest tatsächlich jegliche Unbill? Was ist das für ein Wort? Muss ich mal im Duden gucken, ob es sowas gibt. Unbill dafür auf dich nehmen, sagst du? Jo. Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Das wäre mein Vorteil. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Hey. Ich fühle mich gemobbt. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen, strapazenreichen Reise erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Oh Gott, hast du mich verstanden? Jupp, ich fürchte schon. Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große, weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Alter, ich ahne es. Oder seht ihr ein Segel? Ich sehe keins. Ist mir wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer. So viel verstehst du von der Seefahrt sicherlich auch, mein Junge. Ja. Hä, wo bin ich denn hier? Diese Insel, die weit östlich der verwunschten Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwerfallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, aber dieses komische Boot oder Schiff oder wie auch immer, was will das von mir? Das macht das bestimmt nicht aus reiner Freundlichkeit. Auf dieser Handelsinsel leben die verschiedensten Menschen. An solchen Orten kann man viele interessante Informationen aufschnappen, vielleicht auch Dinge, die später noch einmal wichtig für uns werden. Oh, oha. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Okay, das Einfachste wäre jetzt natürlich, ich nehme meine Rubine, kaufe ein Segel und wir verkrümeln uns wieder. Aber das wird nicht funktionieren. Reden? Nö. Genug gelabert. Okay. Oha. Portemonnaie. Geldbeutel. Portemonnaie, wer denkt denn sich sowas aus? Was ist, warum siehst du uns mit so neugierigen großen Augen an? Na, wenn ich dich so sehe, frage ich mich das auch gerade. Knubbelface. Gibst du, du hältst uns wegen unserer Schönheit für Quasselstrippen. Stimmt's? Hey, du hast ein Gesicht in Pfannkuchen, sehr ruhig. Was willst du? Wir sind gerade sehr beschäftigt. Gott, sind die arrogant. Boah. Schwein. Schweine hatte ich doch schon mal. Hä? Da stand eben auf ihm. Moment. Wisst ihr, was ich von euch halte? Ihr frisst Schweine. Arrogantes Volk. Da steht ein komischer Turm und ein großer Kerl, der komisch guckt. Ich habe mir kürzlich ein paar Schweine gekauft, ganz drei, um genau zu sein. Und dann noch diese seltenen schwarz gefleckten. Natürlich brauchen die viel Auslauf, um auch was von der guten Meeresluft zu haben. Ah, ein Ökobauer, sehr schön. Aber da macht man sich dann schon so seine Sorgen um die Kleinen. Ja und? Puh, okay. Und was wollte der mir eben sagen?
Hä? Wer ist denn der Fritze? Du bist hier im Bombenladen. Wenn du dich umsehen willst, mach das mit Hilfe von... Oh. Bomben. 10 Stück. 10.000 Rubine. Na, ich glaube wirklich nicht, dass du dir die von deinem Taschengeld kaufen kannst. Der verkauft Bomben an Kinder. 20? 30, Jawolski. Wie viel habe ich? 211. Der will 10.000. Krass. Kinder gehören nicht zu meinen Kunden. Verschwinde und zwar schnell. Schweig, du Gesäßöffnung. Das andere Wort darf ich ja nicht sagen. Tja. So ein paar Wörter will ich hier im Let's Play ja eigentlich nicht benutzen, aber dem Grunde nach. Was ich gerne sagen würde, wäre, wenn man es vornehm ausdrückt, sowas wie Schweig, Gesäßöffnung. Uriniere dich hinfort. Dein Antlitz bringt mich dem Spei nahe. So, jetzt könnt ihr mal drüber nachdenken, was das heißt. Und jedes Mal, wenn da Anpressen steht und ich drücke auf A, muss ich auch den Stick drücken. Weil das hat gerade nicht funktioniert. Ah, ich werde es noch lernen. Alter, warum springst denn du? Hast du einen Knall? Hä? Ah. Jetzt klaue ich dem seinen Sparstrumpf. Naja. Ha. So richtig nach unten gucken kann man mit der Kamera ja nicht. Und wenn ich da runterklatsche, bin ich im Wasser. Moment mal. Ist auch nicht das große Problem in dem Fall. Da sind die arroganten Schnecken. Da war der Wächter der Schweine. Moment. Okay. Bäume fällen ist nicht. Tanzt der vor einem Grab oder was macht der? Hey Elvis-Verschnitt, dreh dich mal rum. Tja, so war es wohl auch nicht. Was ich auch probiere, es stimmt einfach nicht. Oh, wie unhöflich von mir. Ich war so vertieft in meinen Tanz, da habe ich dich ganz übersehen, mein Lieber. Na, das ist wenigstens freundlich. Nee, oder? Ich bin T. Ravolta. Tanz ist mir wichtiger als 3 Mahlzeiten am Tag. Da setze ich klare Prioritäten. Und eines Tages werde ich ein Star sein. Wenn der jetzt noch J.T. Ravolta heißen würde, wäre alles klar. Oder John T. Ravolta. Aber genug geplaudert. 1, 2, 1, 2, 3. Weißt du, vor langer Zeit habe ich mal jemanden getroffen, der konnte doch tatsächlich mit seinem magischen Tanz den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen. An den Tanz kann ich mich noch einigermaßen erinnern, aber der Rhythmus ist mir irgendwie entfallen. Sag mein Lieber, hast du vielleicht den Rhythmus im Blut? Nee, Leute, ich ganz sicher nicht. Okay. Da steht also auch nichts drauf, was man nachlesen könnte. Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es irgendeinen Tanz, mit dem ich hier Tag-Nacht wechseln kann. Kann natürlich auch mal hilfreich sein. Da ist eine Tür. Vielleicht gibt es hier wieder irgendwo so einen ominösen Schalter. Gar nichts drin.
Ach, guck mal da. Da ist doch eine Lücke. Mit viel Tücke und da ist auch ein Schalter. Sehr schön. Die werden wir betätigen, sobald wir alle Vasen zerstört haben. Was ist das für einer? Ein Typ im Strampelanzug? Uiuiui. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Ach Gott, hoffentlich habe ich jetzt keinen aus dem Knast gelassen. Hier, das ist für dich ein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingel, tingel. Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Du hast die Tingelflasche bekommen. Was? Schreibe Miiverse Nachrichten. Stecke sie in die Flasche und sende sie an Leute, die du gar nicht kennst. Was soll ich denn damit? Verwende sie, indem du sie auf YXR legst. Okay, aber vergiss nicht, dass du mit dem Miiverse verbunden sein musst, um Nachrichten zu senden. Das habe ich überhaupt nicht vor. Was soll ich mit dem Ding? Weißt du, was das Miiverse ist, Heffy? Was, Heffy? Damit können sich Feen überall auf der Welt gegenseitig Flaschenpost zuschicken. Also es gibt wohl so eine Art Postfunktion in dem Spiel. Eure Seelen werden eine Verbindung eingehen, eure Herzen im gleichen Takt schlagen. Ja, das fehlt mir noch. Aber schreib bitte nichts Unschönes, ja? Aber das würdest du ja sicher sowieso niemals tun, Herr Fee. Also dann, ich vertingel mich erstmal auf mein wunderschönes kleines Eiland. Du weißt ja, wo du mich findest? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ups. Habe ich doch glatt was Wichtiges vergessen. Herr Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? Oder? Du hast Tingels Karte erhalten. Was das wohl für eine Karte ist? Was das wohl für eine Karte? Umgekehrt. Ruf den Kartenbildschirm auf, sobald du auf dem Meer bist und sieh sie dir an. Muss ich mir merken. Wirf doch auf dem Kartenbildschirm einen Blick drauf. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten Tingel. Vergiss das nicht. Okay. Wenn du noch mehr Spaß mit deiner Tingelflasche haben möchtest, nimm die Rückwand dieser Zelle mal genauestens unter die Lupe. Okay, du kannst jetzt Miiverse Flaschenpost verschicken. Die Flaschenpost anderer Spieler. Flaschen mit Spoilern. Von jedem, nur von Freunden, von niemandem, oh, von jedem. Ja, pfeif drauf. Okay. Mal gucken, was mir das bringt später. So, ich soll hier drin gucken. Money. Okay, ich kann hier drin kein Schwert ziehen. Moment. Hä? Hey, ich will den blöden Kuh kaputt machen. Warum geht denn das nicht? Er läuft jedes Mal einen Bogen. Ja, okay. Ah, das war doch allzu offensichtlich, dass da was sein muss. Wie ging das noch? So. Wo muss ich jetzt hin? Alter, was ist das hier? Oh Gott, hoffentlich finde ich hier noch mal raus. Okay, hier ging es raus. Hm.
Müsste ich mir nicht aufschreiben, wo ich hier lang krabbel. So, nochmal links müsste ich eigentlich zum Ausgang wieder kommen. Müsste hier sein. Jawolski. Bisschen schräg, was mache ich hier eigentlich? Was ist denn das? Hallo Ratte. Alter, was ist denn das? Okay. So, jetzt stellt sich die große Frage. Was soll der Blödsinn? Wofür ist dieses Labyrinth gedacht? Und warum zieht eine Ratte die Klospülung? Und ich klatsch runter. Wer bist denn du, Vogel? Was habt ihr für Augen? Nimmt ihr Drogen? Dich habe ich hier aber noch nie gesehen. Bist du vielleicht ein Tourist? Wenn ja, warum begleitest du mich dann nicht auf einen kleinen Spaziergang? Auf meinen kleinen Spaziergang. Portemonnaie mag zwar nicht besonders groß sein, aber hier pulsiert wirklich das Leben. Schließlich kommen hier Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Glaub mir, einfach nur einen Spaziergang machen und sich umsehen, das bringt schon reichlich viel Freude. Wenn ich jetzt wüsste, wie lang der geht, der Part ist eigentlich lang genug. Naja, eigentlich hat er auch nur gelabert. Nee, mich interessiert jetzt dieses Labyrinth. Jetzt haben die mir die Tür wieder zugemacht, was soll das denn? Hab ich gesagt, du sollst da hoch. Und da. Moment. Ach, das ist nur ein Pilz da hinten dran. Gut, das Ding hier werde ich mir ansehen, aber da muss ich wahrscheinlich ein bisschen rumprobieren, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde lang zeige, wie ich da dran rumkletter und jedes Mal wieder im Wasser lande. Das mache ich mal schön offline und wenn ich den Weg gefunden habe, dann geht es im nächsten Part weiter. Das heißt, ich hole mir jetzt mal einen Kuli und Papier und schreibe mir auf, was überall falsch ist und mal mir das mal auf und dann werden wir sehen. Okay, das soll es mal dann gewesen sein für den Moment. Und ja, ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren. Ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und genießt euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.